Hey meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Summoners War Video, und zwar schauen wir uns heute das neue Event an. Es ist ein neues Event gestartet, schon ein paar Tage her, ich glaube am Montag war das, ich schätze mal morgen, oder ja doch morgen, also für euch am Mittwoch kommt das Video. Und bevor wir aber dazu kommen, weil es eigentlich ein recht simples Event ist, also das wird wahrscheinlich das Video nicht komplett füllen, muss ich einmal ganz kurz ein paar Lobe aussprechen. Und zwar finde ich es echt mega cool, dass diese... dass die Rückmeldung von Streams, also dass ihr wirklich Streams sehen wollt, echt mega hoch ist, und das hätte ich echt nicht erwartet. Also erstmal vielen Dank dazu, auch dass sehr viele zahlreiche Kommentare unter ein doch relativ langweiliges Video gekommen ist. Finde ich auch mega lieb von euch, muss ich echt sagen, ist echt top. Ansonsten kann ich noch sagen, FRR habe ich natürlich nicht geschafft. Wie man sieht, ich habe zwar sehr wenig Mana, liegt aber nicht am FRR, sondern dass ich dabei bin, mein GB10 Speed Team ein bisschen zu pushen. Ich habe leider also nicht geschafft, meine Monster zu entruhen, beziehungsweise neu zu ruhen. Die sind immer noch alle gleich geruhnt. Also ich habe weder jetzt Segment oder so entruhnt, noch Raki oder so entruhnt. Also es ist eigentlich alles gleich geblieben, nur dass Lin Six da jetzt habe. Ich glaube, das habe ich nicht gezeigt, dass ich Lin Six da habe. Und mein Tesha ist gebaut. Also ich glaube, das sind so mehr oder weniger die einzigen Sachen, die jetzt groß dazugekommen sind. Aber ja, ich meine, wenn man jetzt wirklich anfängt zu streamen, ich habe vor, die Tage zu streamen, wenn es ein bisschen kühler wird und wenn abends, ja, also es wird wahrscheinlich erst so gegen 19, 20, 21 Uhr dann sein und ohne Kamera erstmal, sondern nur mit Ton. Ich muss aber noch ein paar Einstellungen machen, weil zum Beispiel meine Webcam ist mit dem Ton nicht, was heißt mit dem Webcam, also der Ton ist generell noch nicht richtig synchron, weil ich nehme das ja separat auf, ich nehme das mit zwei Programmen auf, ich nehme das nicht mit einem auf. Deswegen, da kommt auf jeden Fall die Tage dann wahrscheinlich noch ein Ankündigungsvideo, wenn ich wirklich vorhab zu streamen und nichts Großartiges, Gravierendes dazwischen kommt. So, fangen wir aber jetzt mal mit dem Event an. Also Event, Energie und Mission abschließen mit dem kleinen Marv. Sehr schön. Also im Großen und Ganzen ist es... Oh, das ist ein schönes Thumbnail-Bild. Das kann ich so ausschneiden. Das ist perfekt. Lass mal kurz so. Weil da muss ich mir nicht extra ein Bild suchen. Also... 11 Tage und 22 Stunden geht das Event noch. Wie gesagt, ist am Dienstag aufgenommen, also sprich, das Event war schon gestern da. Energie und Mission abschließen. Benutze Energie und schließe Missionen ab, um tolle Belohnungen zu erhalten. Benutze Energie, also man muss insgesamt 2000 Energie ausgeben. Das Gute ist aber wiederum, es ist nicht begrenzt. Du könntest am ersten Tag schon 2000 Energie ausgeben und so gesehen alle Missionen am einen Tag abschließen, wenn du es schaffst. Weil es wird nichts zurückgesetzt, das ist einfach ein richtig simples Event. Finde ich gut, finde die Belohnung nur sehr mau, und ich glaube, nee, es gibt 30 antike Münzen. Also, im ersten ist halt Energie benutzen, weil wenn du 100 Energie benutzt, kriegst du 50 Energie wieder und 50.000 Mana. Bei 500 Energie benutzt, kriegst eine MS und 100 Mana. Bei 1000 gibt es einen Max Regenbogenmon 4 Sterne. Und bei 1500 gibt es 15 antike Münzen und bei 2000 gibt es 3 MS Scrolls. Dazu kommt noch, dass du Missionen abschließen musst. Herausforderung, klickische Missionen abschließen. Das bedeutet nichts anderes, als dass du Dailies machen musst. Sprich, diese täglichen Missionen hier, diese musst du täglich absolvieren, um so gesehen dort voranzukommen. Ist, wie gesagt, das ist echt das simpelste Event, was ich schon seit langem mal wieder gesehen habe. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Weil das ist echt, das machst du alles nebenbei. Du gibst nebenbei Energie aus. Egal was, egal wo du Energie ausgibst, es wird eigentlich alles gezählt. Ob Raid, ob GK, ob BK, ob im Dungeon, ob im Szenario. Ist kackegal, wo du die Energie ausgibst. Das ist eigentlich, wie gesagt, richtig praktisch. Ansonsten tägliche Missionen, die sollte man in der Theorie auch einfach mal mitmachen, weil da gibt es 3 Wings, da gibt es ein bisschen Energie, gibt ein bisschen Kristalle, und die Kristalle läppern sich. Also ich mache die Dailies schon seit ich dieses Spiel spiele, und ich mache sie immer mit. Also ich habe nie was Negatives in der Richtung irgendwie mal erlebt oder so, dass ich, oder wenn ich auch mal weniger Zeit habe zu spielen oder so, oder mal einen Tag habe, wo ich nicht viel spielen kann, ich versuche immer die Dailies zu machen, immer. Ich weiß nicht warum, aber gehört so in meinem Rhythmus mit drin, dass ich zumindest immer die Dailies mache. Warum nicht? Ich meine, es läppert sich. Es sind immer 10 Kristalle so gesehen zusammengerechnet, die man da kriegt. Und 10 Kristalle pro Tag ist halt auf der Woche gerechnet, 70 Kristalle in der Woche. Ich finde es halt super. Also es sollte man halt mitnehmen. Kleinvieh läppert halt auch, ne? Viele machen sie, glaube ich, gar nicht. Ich finde, man kann sie mitmachen, weil man sowieso mehr oder weniger nebenbei macht. Und das ist jetzt nichts Großes. Ja, die paar Missionen dazu machen. Auf jeden Fall, wenn du eine machst,
Also erst die erste tägliche Mission abschließt, kriegst du 50 Energie und 50.000 Mana. Bei 2 kriegst du 50 Kristalle und 100.000 Mana. Bei 3 nochmal 2 MS. Bei 5 15 antike Münzen. Und bei 7 dann die Attributschriftrollen, jeweils eine Wind, eine Wasser, eine Feuer. Und das geht bis zu 7 Mal. Bonus gibt's übrigens auch noch, wenn du insgesamt die 2000 Energie benutzt hast und die 7 Missionen abgeschlossen hast, also die 7 täglichen Missionen, gibt's 300 Kristalle obendrauf. Und es gibt noch ein Bonus-Event, wenn du benutze täglich 200 Energie. Das heißt also, das wird aber erst freigeschaltet. Das steht ja da. Das Bonus-Event wird am nächsten Tag nach Abschluss aller Missionen freigeschaltet. Sprich also, hier kannst du, wenn du so gesehen, du ratterst jetzt zum Beispiel die ersten hier am einen Tag durch. Das ist machbar. Hier musst du halt 7 Tage warten, aber du kriegst es halt in einer Woche fertig, das untere, auf alle Fälle. Sprich, du hast dann in 7 Tagen hast du immer noch ein paar Tage Zeit, mindestens 4 bis 5, sage ich mal, im Durchschnitt. Hast du immer noch Zeit, das Bonus-Event zu machen und was sich dann halt freischaltet, wenn du die Mission oben fertig hast. Und wenn du dann da, so gesehen, täglich 200 Energie benutzt, kriegst du jeweils 50 Energie wieder und nochmal 30 Kristalle oben drauf. Das ist halt auf jeden Fall nice to have. Ist sehr, sehr schnieke und es ist, wie gesagt, Sachen, die man sowieso nebenbei macht. Energie gibst du eigentlich locker 200 ungefähr am Tag aus, wenn du zumindest so das tägliche machst, Labi machst, wenn du gegebenenfalls BK machst, wenn es läuft, GK machst, deine Dailies machst und eventuell noch hier und da ein bisschen Szenario oder Raid machst, dann hast du die 200 Energie eigentlich locker drin. Das ist nicht mal viel Aufwand. Deswegen ist es auf jeden Fall nice to have. So, was halte ich von dem Event? Also, es ist ein Event, was sehr leicht ist. Ist auch sehr anfängerfreundlich. Gefällt mir sehr gut, dass es auch mal für Anfänger wirklich leicht ist, diese Mission und diese Sachen wirklich zu bekommen. Manche Events sind ein bisschen trickiger, was für also wirklich Early-Game-Spieler angeht. Also wirklich Early-Game-Spieler angeht. Das ist wiederum relativ gut machbar. Man gibt am Anfang zwar nicht so viel Energie aus wie jetzt ein Endgame- oder Midgame-Spieler, was jetzt Farmen und so angeht, weil die Energiemengen einfach noch wesentlich geringer sind bei Early-Game-Spielern als bei Mid- oder Endgame-Spielern. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was im Early-Game-Bereich machbar ist. Im Endgame muss man nicht drüber reden, die können das easy wegklatschen. Aber im Early-Game-Bereich finde ich es halt manchmal sehr schwer. Die Daily-Mission abzuschließen ist auch eigentlich kein Thema, auch als Anfänger. Auch wenn du gerade anfängst mit dem Spiel, ist es an sich kein Problem, die Daily-Mission abzuschließen. Sprich also sehr anfängerfreundlich. Ich kann nur sagen, wenn ihr keinen Bock auf das Event habt, zumindest die antiken Münzen wie immer mitnehmen. Ich muss sagen, die Belohnungen sind auch eher mau. Sie haben irgendwie jetzt drauf, Attributschriftrollen zu verteilen, anstatt einen Aufweitungsstein oder ähnliches. Devilmon hatten wir auch schon länger nicht mehr, glaube ich. Und LD hatten wir jetzt im letzten. Also normalerweise sollte, glaube ich, jetzt im nächsten Event dann wieder ein Devilmon zur Verfügung stehen oder eventuell ein Aufbearbeitungsstein. Das wird man dann sehen. Ansonsten, wie gesagt, mindestens die antiken Münzen. Ich kann nur sagen, in jeder MS, in jeder Attributschriftrolle kann Net 5 drin sein, wenn da viele hinterher sind. Aber auch ein cooles Net 4 kann da drin sein. Ich warte zum Beispiel immer noch seit 3000 Jahren auf Garo, zum Beispiel. Also ich würde es auf jeden Fall mitnehmen. Kristalle sowieso nice to have, ob in Refreshes, ob es meinetwegen in einem Premium-Paket drin ist oder ähnliches. Aber im Normalfall Refresh bringt wesentlich mehr. Auch wenn ihr zum Beispiel 10.000 Milliarden von Mana habt, bringt es mehr, den Shop zu refreshen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und die Mana habt, anstatt ein Premium-Paket zu holen. Aber dafür muss man erstmal die Zeit und das Mana haben. Aber im Großen und Ganzen, super Event, sollte man nebenbei mitnehmen. Wie gesagt, die MS und die Attributschrifttreuen, gut, ist halt so ein kleines Ding. Wir können mal, glaube ich, sollen wir mal eben hier die 2 MS aufmachen? Oh. Steinrotter, also die habe ich ja schon gesehen. Steinrotter kann ich auch mal ganz kurz was zu sagen. Also ich warte ja immer noch auf die Sierra Rotter. Mal wieder sind Tiana drin. Ich weiß nicht warum. Ich habe so eine Vermutung, aber okay. Hier die nächste Woche mit Wusa, Perna und Diana ist natürlich eine sehr krasse Rotter. Auch mit China, Jojo oder also Fusion oder Skill Up vielleicht für Lucian oder Liebli oder ähnliches. Pure Skill Up für Luna oder für wie heißt die nochmal, die Wasser? Mir kommt gerade Julie. Halt, ne, Phantomdieb. Der ist auch nicht mal so bad und Stella ist auch geil. Also, das ist echt eine coole Rotation. Würde ich auch beschwören, allein wegen Wusa. Aber ich habe Perna, ich habe Diana, ich habe Stella, ich habe Shina. Da ist nichts bei, was ich groß brauche. Das ist halt eher so mein Problem. In 2 Wochen hingegen habe ich nur Tiana. Muss aber auch sagen, gefällt mir nicht so stark die Rotation. In 3 Wochen mit Psama, Rika und Leo. Die gefällt mir wiederum echt gut.
Ja, abgesehen von den Forsters, die sind jetzt abgesehen von ihnen und ihr. Naja. Aber ich habe Rika schon. Und ich beschwöre ungern in eine Rotation, wenn ich jetzt zum Beispiel Leo haben will. Würde ich ungern hier beschwören, weil ich Rika schon habe. Und ich würde nur beschwören, wenn er jetzt zum Beispiel ein Monster drin ist, was ich wirklich krass haben wollen würde. Wie jetzt zum Beispiel Sierra als Beispiel. Dann würde ich da trotzdem drauf scheißen, auch wenn hier, sagen wir mal, Rakan, Sierra und Verrat oder so drin wäre. Das wäre zum Beispiel, wäre mir dann egal, auch wenn ich schon zwei von den Monstern hätte. Ich würde versuchen, trotzdem Sierra zu bekommen, weil das einfach mein Most Wanted Monster ist und darauf hoffe ich. Wir können jetzt 3 MS, da kommt eh nur Bullshit raus. Also ich habe schon, ohne Witz, ich habe zwischendurch immer mal wieder ein bisschen beschwört, immer mal so einzelne, so maximal, glaube ich, waren es 21 Scrolls, die ich so nebenbei mal geöffnet habe. Ich habe kein Lightning bekommen. Kein, seit gefühlten 80 Schriftrollen habe ich kein Lightning mehr bekommen. Und ich werde in den 3, ich mache die 3 jetzt auf. Oder Lightning, ui, da beschwört man sich einmal und dann kommt da eine Lapis raus. Ey, ich meine, Lapis ist nicht mehr so schlecht, ist aber kein Monster, was ich gerne hätte. Naja, was soll ich machen? Aber jetzt, das war's. Da kam da der Blitz nach 80 Scrolls, war eine Lapis, ich fasse es nicht. Okay, cool, ja, nice, Mann. Cool. Ja, ich habe mir nichts Besseres vorstellen können als Lapis. Aber okay, ich meine, Lapis ist wie gesagt nicht bad, aber... Naja, ich brauch's ja nicht gerade, nicht wirklich. Aber gut, okay, ich bin durch mit dem Video. Ich bedanke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag und haut rein. Tschüss. Und wie gesagt, haltet mal ein bisschen Kanal im Auge wegen Streams. Wie gesagt, ich werde ein Ankündigungsvideo noch machen. Wird aber relativ spät sein. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich weiß noch nicht genau wann. Aber schauen wir dann. Haut rein. Tschüss.